So, herzlich willkommen im Themenbereich Computer und Netzwerke, erster Themenbereich. Hier geht es um die technischen Grundlagen verteilter Systeme. Wir schauen uns jetzt nur ganz kurz die einzelnen Themen an, die wir hier behandeln werden, bevor wir dann ins Detail gehen in den nächsten Videos. Computernetzwerke haben mehrere Aspekte, da kann es wirklich vom Kabel bis hin zur Anwendung, die irgendwo im Internet läuft, gehen und die werden wir uns alle ansehen. Wir werden uns im Wesentlichen, sieht man dann an den Themen gleich, von unten nach oben handeln. Das heißt von der Technologie, vom eigentlichen Kabel sogar bis rauf zur Endanwendung. Bei den Themen schaut es so aus, dass wir uns vorher wiederum mit den technischen Grundlagen beschäftigen müssen, die grundlegenden Begriffe einführen müssen, schauen müssen, was ist denn ein Computernetzwerk überhaupt, wie funktioniert denn die Vernetzung von Rechnern grundlegend. Geht eigentlich nur darum, dass wir die Begriffe eingeführt haben. Dann aufgreifend das, was wir im Grundlagenkapitel schon gehabt haben, vorhin bei Themenbereich 0, technische Grundlagen, greifen wir Schichtenmodelle für Computernetzwerke auf. Das ist das, was uns konzeptuell sicherstellen soll, dass wir die Komplexität verbergen, dass wir also Transparenz herstellen, dass eine Anwendung, ein Webbrowser zum Beispiel, der irgendwo auf einem Rechner läuft, sich nicht darum kümmern muss, welche konkrete Technologie dahinter liegt und trotzdem auf Webseiten zugreifen kann. Nach diesen beiden konzeptuellen Einführungskapiteln kommen wir dann zur konkreten Technologie. Beginnen, wie gesagt, ganz unten beim eigentlichen Kabel und beschäftigen uns da mit der gängigsten Technologie, mit der wir heute konfrontiert sind, wenn wir von verkabelten lokalen Netzwerken sprechen. Das ist das sogenannte Ethernet. Das werden wir uns anschauen und handeln uns dann nach oben, schauen uns dann das IP an. Als IP, das Internetprotokoll, kennen wir von TCP/IP. Das Kommunikationsprotokoll im Internet, das sich darum kümmert, dass überhaupt Verbindungen über unterschiedliche Orten von Netzwerken hinweg hergestellt werden kann. Wir merken eben nicht, ob wir ein WLAN hängen, dann irgendwo mal ein Kabel dazwischen ist, der Router vom Provider dann kommt, dann ein Telefonkabel, irgendwo vielleicht eine Glasfaser. Bemerken wir es nicht, wenn wir auf Webseiten zugreifen. Und jene Technologie oder jenes Protokoll, das das ermöglicht, das ist das Internetprotokoll, wenn wir uns genauer anschauen. Darauf aufsetzend das TCP, das Transport Control Protocol, die gängigste Kombination im Internet tatsächlich, das TCP/IP. Das ist nicht notwendigerweise so, gibt es auch Alternativen, aber das haben wir meistens. Das TCP sorgt dann dafür, dass wir uns nicht darum kümmern müssen, ob jetzt auf dem Weg durchs Netzwerk irgendwo Daten verloren gegangen sind. Ja, das kontrolliert, ob sämtliche Daten erfolgreich übermittelt wurden. Wann das nicht passiert ist, fordert es die Daten erneut an, sodass man, wann eine Anwendung oder ein weiteres Protokoll auf das TCP draufsetzen möchte, sich diese Anwendung darauf verlassen kann, dass wirklich alle Daten vorhanden sind. Und dann kommen wir schon in die Anwendungsschicht, das ist dann auch das letzte Thema im Themenbereich 0 und schauen Sie anhand von drei Beispielen an, was man jetzt auf das TCP draufsetzen kann. Das ist einerseits, ich erwähne schon immer den Webbrowser, das HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, das wir verwenden, um auf eine Webseite zuzugreifen. Wir schauen uns an, wie das funktioniert. Das DNS als zentraler Dienst im Internet, den wir brauchen, damit wir uns nicht die sogenannten IP-Adressen immer merken müssen, die Nummern, sondern da klare Namen haben. Also das, der Telefonbuchdienst im Internet, der dafür sorgt, dass www.jco.at dann auf die eigentliche Adresse, mit der man auf den Rechner, wo die Webseite liegt, zugreifen kann. Und als weiteres Beispiel, weil es einfach praktische Relevanz hat, heutzutage ist das TLS, die Transport Layer Security. Das ist das, das dafür sorgt, dass der Datenverkehr bei der Übermittlung verschlüsselt und abgesichert ist. Also immer dann, wenn wir irgendwo HTTPS hinten stehen haben, dann liegt unter dem HTTP, also zwischen dem TCP und dem HTTP, nur eine TLS-Schicht, die sich darum kümmert, dass da verschlüsselt wird, dass überprüft wird, ob die Gegenstelle tatsächlich jene, die ist, die sie vorgibt zu sein. Das werden die Themen sein im Themenbereich 1 und wir beginnen, wie gesagt, mit den grundlegenden Begriffen gleich im nächsten Video.